Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Affäre um Provisionen für Geschäfte mit Corona-Schutzmasken wächst der Druck auf die Bundestagsabgeordneten Löbel und Nüßlein. Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Baldau forderte in der Bild am Sonntag, fordert sie auf, umgehend ihr Mandat niederzulegen. Sollten sie sich weigern, solle die Union sie aus der Fraktion ausschließen. Löbel hatte eine Beteiligung an Maskengeschäften eingeräumt und seinen Sitz im Auswärtigen Ausschuss aufgegeben. Nüßlein hingegen bestreitet die Vorwürfe, legte sein Amt als Fraktionsvize jedoch nieder. Dem Robert-Koch-Institut wurden 8.103 neue Corona-Fälle gemeldet, rund 200 mehr als vor einer Woche. 96 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 66,1. Die israelische Regierung hat weitere Corona-Lockerungen beschlossen. So können Restaurants und Cafés unter Auflagen wieder öffnen. Die Außengastronomie ist für alle frei. Innenbereiche dürfen nur mit einem grünen Impfpass betreten werden. Lockerungen gibt es auch für Studierende, die einen solchen Impfpass besitzen. Sie können an ihre Hochschulen zurückkehren. Etwa die Hälfte der 9 Millionen Einwohner ist bereits einmal gegen Corona geimpft worden. Die Impfkampagne zählt weltweit zu den schnellsten. Am dritten Tag seiner Irakreise hat Papst Franziskus in Mosul im Norden des Landes der Kriegsopfer gedacht. Die Stadt war bis 2017 vom sogenannten Islamischen Staat besetzt und wurde bei den Kämpfen schwer beschädigt. Später reist der Papst nach Erbil weiter. In der Hauptstadt der kurdischen Autonomieregion will er eine Messe mit bis zu 10.000 Gläubigen feiern. Gut einen Monat nach dem Militärputsch haben in Myanmar erneut Zehntausende Menschen gegen die neue Führung protestiert. Im Norden des Landes gingen Sicherheitskräfte mit Tränengas gegen Demonstrierende vor. Polizei und Militär reagieren auf die Massenproteste zunehmend härter. In Yangon soll es auch nächtliche Razzien gegen Parteimitglieder der entmachteten Regierungschefin Suu Kyi sowie Festnahmen gegeben haben. Und nun die Wetteraussichten. Heute in der Nordhälfte meist stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Auch ganz im Süden wolkig und örtlich Schauer. Im übrigen Land sonnig, Höchstwerte von 3 bis 11 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.